Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hamburgweit. Heute bin ich wieder für euch unterwegs, um die Klischees, die wir Hamburger von unseren Stadtteilen untereinander haben, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Beginnen will ich dabei mit einer kleinen Quizrunde zu Mümmelmannsberg. Aber seht selbst, viel Spaß! Mümmelmannsberg, eine Siedlung, die sich vom Problemviertel zur Kunsthochburg entwickelt hat. Und Flottmarschen, wie aus zwei Stadtteilen eine neue Gemeinschaft entsteht. Mümmelmannsberg. Für einige von euch ist das jetzt sicherlich überraschend, aber dabei handelt es sich nicht um einen eigenen Stadtteil, sondern um eine Siedlung im Stadtteil Billstedt. Die Straßen sind nach berühmten Künstlern des 20. Jahrhunderts benannt. Auch zahlreiche Skulpturen sind typisch für das Straßenbild. Zudem sind einige Fassaden zu überdimensionalen Gemälden geworden. Man könnte also von einer kleinen Kunsthochburg sprechen. Doch dafür ist die Siedlung nicht bekannt. Sagt Ihnen Bunny Hill etwas? Nö. Und M-Town? Auch nicht. Und Mümmelmannsberg? Mümmelmannsberg sagt mir was. Was ist das für Sie für ein Stadtteil? Ja, es wird gesagt, dass es schon ein kritischer Stadtteil ist. Es sind Hochhäuser dort und vor allen Dingen ist es also dadurch auch ein sozialer Brennpunkt geworden. Aber in dem auch wohl eine Menge unternommen wird, um das zu entzerren. Im Gegensatz zu anderen Großwohnsiedlungen, wie etwa Steilshof, hat Mümmelmannsberg einen Vorteil, die eigene U-Bahn-Station. Nicht länger als 20 Minuten dauert der Weg in die City. Nicht nur, dass viele Menschen glauben, dass Mümmelmannsberg ein eigener Stadtteil ist, nein, ganz viele Leute denken auch noch, die U3 fährt hierher. Das stimmt aber gar nicht, denn seit dem Linientausch 2009 endet hier die U2. Und wenn man dort aussteigt, fällt einem zwar noch zuerst 1970er Jahre Betonbau ins Auge, doch nach Osten hin grenzt Mümmelmannsberg an das grüne Schleswig-Holstein. Und das Naturschutzgebiet Boberger Niederung und die Blinde Au liegen direkt um die Ecke. Ich habe mich schon einmal ein bisschen im Viertel umgeschaut. Und es stimmt, an vielen Ecken gibt es Kunst und Street Art zu sehen. Deshalb habe ich mich in ein entsprechendes Outfit geworfen und treffe jetzt Erich Heder. Er engagiert sich seit den 80er Jahren im Verein Offenes Atelier Mümmelmannsberg. Die Kulturbehörde ist auf die Idee gekommen, dass jemand Kunst und Kultur in diesen Stadtteil trägt. Und der wurde gebeten, dieses Offenes Atelier zu konzipieren. Wie ist denn so der Zusammenhalt oder die Zusammenarbeit im Quartier, im Viertel? Also diese Zusammenarbeit gibt es ja schon seit 1974. Denn 1974 wurde Aktiv Wohnen gegründet und Aktiv Wohnen war die erste Gruppierung, die hier gelebt und gewohnt haben. Gruppierung, die diese Kunst- und Kulturtage ins Leben gerufen hat. Also Mümmelmannsberg hat die ältesten Kunst- und Kulturtage in ganz Hamburg. Und der Verein Aktiv Wohnen Mümmelmannsberg ist auch mein nächstes Ziel. Birgit Sokolowski engagiert sich seit über 20 Jahren in der Siedlung. Also Aktiv Wohnen gibt es schon, ich glaube, über 40 Jahre. Ne, also eigentlich so lange, fast so lange, wie es den Stadtteil gibt. Mhm. Und ist im Grunde entstanden, weil letztendlich hier diese Großraumsiedlung gebaut wurde. Aber es fehlte an ganz vielen Dingen. Also es fehlte an Kindergärten. Es gab, glaube ich, nur eine Schule. Und also es fehlten eben eine ganze Menge. Und da haben sich Aktive zusammengetan. Mit dem Ziel im Grunde tatsächlich immer darauf zu achten, dass das Leben hier lebenswert ist und auch lebenswert. Was macht Mümmelmannsberg denn für dich aus? Also es leben eben sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten hier. Und ich finde, mit den Problemen, die ganz sicher hier in Mümmelmannsberg sind, ist es trotzdem eigentlich ein nettes und schönes Miteinander. Kommen wir nochmal zum Thema Mobilität. Wie bewegst du dich denn hier im Stadtteil, aber auch außerhalb des Stadtteils in der Stadt? Also hier im Stadtteil, wenn es geht, immer mit dem Fahrrad. Und ich muss ganz wirklich ehrlich sagen, also die Fahrradwege sind nicht die besten, aber ansonsten ist es hier schon herrlich, mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich fühle mich hier sicherer wie in Eimsbüttel zum Beispiel, ja, wo es doch sehr viel Verkehr oder sehr viel Geparke ist. Das ist hier, sind die Straßen frei und dann sind auch die Fahrradwege relativ frei. Wobei ich sagen muss, die Verkehrsanbindung hier in Mümmelmannsberg ist eigentlich optimal. Also man kann von hier, 2 Minuten ist man an der U-Bahn. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen draußen, was die Mümmelmannsberger zu meinem Outfit sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Ist meine Optik typisch Mümmelmannsberg?
Durchaus, ja. Selbstverständlich. Du bist jung, schön gekleidet, gefällt mir. Gibt es so Klischees oder Vorurteile, die dir begegnen oder begegnet sind? Ja, es wird ja auch immer erzählt, dass es so schlimm wäre, dass man abends nicht mehr rausgehen könnte. Aber es ist gar nicht so. Überhaupt nicht. Was macht für dich denn dieses Viertel aus? Warum wohnst du hier gerne? Also ich muss sagen, es ist halt sehr familiär hier. Man kennt sich, wenn man in einem Haus wohnt, man kennt die Nachbarn, man wird freundlich begrüßt, es wird einem geholfen, wenn man was hochträgt, man kauft einen neuen Schrank und zack sind die Nachbarn da, helfen, alles mit hochzutragen. Also ich glaube, das macht es hier halt aus, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und ja, eine recht schöne Nachbarschaft hat. Zum Beispiel in meinem Haus wohnen Deutsche, Türke, Afrikaner, wir begrüßen einander und alles gut. Die ganze Welt unter einem Dach. Richtig. Wie ist das denn mobilitätstechnisch? Wie bewegst du dich durch die Stadt und wie bewegst du dich auch außerhalb deines Viertels? Also ich habe einen Führerschein, habe aber kein Auto, weil wir haben ja direkt die Bahn hier vorne und wir haben Anbindungen, die sind fantastisch. Wir können überall einkaufen gehen, also ist eigentlich wunderbar hier. Wenn ich nach Innenstadt fahre, fahre ich mit der U-Bahn. Mit der U2, ne? Und hier. Und das ist das Beste, was sie damals 1990 eingeführt haben. Ich mache mich jetzt mal flott auf dem Weg zum nächsten Stadtteil und für euch gibt's so lange die Kurznachrichten. Die Hamburger Hochbahn hat ihre Fahrgastzahlen im Jahr 2018 auf 465 Millionen gesteigert. Das entspricht einem Anstieg von 4 Millionen Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Um künftig noch weitere Menschen zum Umstieg vom privaten Pkw auf den öffentlichen Nahverkehr zu motivieren, will das Unternehmen weitere Rekordinvestitionen tätigen. Für den nun beschlossenen Flottenausbau will die Hochbahn in den kommenden Jahren zusätzlich 200 Millionen Euro aufwenden. Die Hamburger Hochbahn hat den Testbetrieb der sogenannten Self-Service-Terminals gestartet. In Barmbek und an den U-Bahn-Stationen Hohe Luftbrücke und Kellinghusenstraße sollen Prototypen nun von Fahrgästen auf Herz und Nieren geprüft werden. Nach Abschluss des Probebetriebs sollen in den Haltestellen nach und nach mehr als 200 Fahrkartenautomaten ausgetauscht werden. Das Angebot des HVV wird weiter ausgeweitet. Mit der sogenannten Angebotsoffensive 2 sollen unter anderem neue Busprodukte und engere Takte eingeführt werden. Bei der U-Bahn wird in Großteilen des Netzes eine ganztägige 10-Minuten-Taktgarantie eingerichtet. Die Maßnahmen sollen im Dezember 2019 beginnen und werden bis Ende 2020 umgesetzt. Nach rund einjähriger Bauzeit ist die U1-Haltestelle Lohmühlenstraße barrierefrei erreichbar. Die Station verfügt nun über einen Aufzug, erhöhte Bahnsteige zum niveaugleichen Ein- und Ausstieg sowie ein Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Gleichzeitig wurde die Architektur der Haltestelle angepasst. Insgesamt hat die Hochbahn rund 3,5 Millionen Euro in den Umbau investiert. Ich bin wieder mit meiner Kreidetafel unterwegs und will jetzt von den Hamburgern wissen. Sagt dir Flottmarschen was? Nein. Noch nie gehört? Nee. Und Ottmarschen? Ja, so ungefähr, aber ich bin mehr von dieser Ecke hier. Haben Sie irgendein Bild von Ottmarschen? Waren Sie da? Ach, der Stadtteil, wo die Leute immer in der Weizstraße in die Schaufenster fahren. Das ist im Moment das, was ja, durch die Presse geht, ne? Leider. Hast du da Klischees oder so Stereotypen, die dir in dem Stadtteil begegnet sind oder die du auch bestätigen kannst? Perlenkette, Polo. Öko-Frau, oder? Aber eher Öko, so teuer. Ne? Also es muss teuer sein alles. Flottmarschen ist nicht der neueste Hamburger Stadtteil, sondern ein Zusammenschluss von Othmarschen und Großflottbeck. Die beiden Elbvororte gelten auch als Nobelstadtteile. Große Autos, Hochburgen an Altersheimen, aber auch kinderreiche Familien sollen hier das Bild bestimmen. Für diese beiden Stadtteile habe ich meine Cap und Baggy Pants von eben abgelegt und mich in ein angemessenes Outfit geworfen. Doch was ist davon Klischee und was Realität? Würden Sie sagen, dass ich so in den Stadtteil passe, also vielleicht mit einem Kind, viele Kinder, etwas schicker angezogen? Unbedingt. Kinder ist jetzt sehr angesagt. Das heißt, ich bin ein bisschen klischeeerfüllend gerade? Nicht unbedingt klischeehaft, aber Sie würden hier reinpassen. Ist das da auch hier gerade im Stadtteil ein Thema? Sind hier viele Mütter und Familien? Also ja, ich bin ja nun sehr oft hier in der Waldstraße. Also ja gut, es sind schon, aber es sind eben auch viel Ältere hier. Ne? Also ich finde, es hat sich ein bisschen was getan. Wir wohnen seit fast 8 Jahren hier und kommen deutlich mehr neue Familien, junge Familien und auch ehrlich gesagt ganz bunt gemischt. Also nicht nur wohlhabend, also ganz, ganz normal sozusagen.
Und wie bewegen Sie sich im Stadtteil oder auch, wenn Sie aus dem Stadtteil herausfahren? Ich bin sehr viel mit dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, habe aber auch ein kleines Auto, wenn ich was transportieren muss. Also wir haben hier direkt einen relativ großen Busbahnhof hier, wo einige Linien zusammenlaufen. Und direkt hinter unserem Haus quasi ist ja der Bahnhof Odenmarschen. Man kommt von hier aus ja über zwei Linien ganz gut in die Innenstadt oder nochmal weiter raus Richtung Wedel. Seit 70 Jahren bringt der Bürgerverein Flottbeck-Odenmarschen immer wieder Denkanstöße zur Entwicklung der beiden Stadtteile. Rund 470 Mitglieder zählt der Verein heute. Sehr aktiv ist Christoph Beilfuß. Gemeinsam mit seiner Frau betreut er den Archivverein und hat zum 700-jährigen Bestehen des Stadtteils eine Chronik erstellt. Flottmarschen, ja, das ist schon, habe ich gesehen, aus alten Bürgervereinsheften schon nach dem Krieg entstanden, diese Vermischung, weil zwischen diesen Stadtteilen nicht so getrennt wurde. Also hier dieser Bereich, das war die Villenkolonie Neu-Odenmarschen, obwohl es eigentlich nie zu Odenmarschen gehört, aber so von der Bebauung her geht das alles ineinander über. Ist Odenmarschen oder Großflottbeck auch typisch eine Familiengegend oder vielleicht auch eine Familiengegend geworden? Also sicherlich, früher waren gefühlt mehr ältere Leute da. Inzwischen sind auch viele Familien hergezogen, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes, nicht? Also familienmäßig hat sich da also schon der Stadtteil doch erheblich verjüngt, nicht, im Vergleich zu früher. Mit dem Jenischpark, dem Museumshafen Uwe Gönne und dem Elbstrand beheimatet Odenmarschen zahlreiche Hamburger Sehenswürdigkeiten. In den Sommermonaten ist besonders der Elbstrand ein beliebtes Ausflugsziel vieler Hamburger. Ob ein gemütlicher Spaziergang oder das abendliche Grillen mit dem Blick auf die Lichter des Hafens auf der anderen Elbseite. Ein Ausflug an den Elbstrand lohnt sich eigentlich immer. Nördlich des Jenischparks schließt das Gelände des Großflottbecker THGC an. Obwohl der Verein, wie es der Name verrät, zum Nachbarschaftsstadtteil gehört, liegt das Gelände in Odenmarschen. Wieder ein Beispiel für die enge Verknüpfung beider Stadtteile. Hamburg ist eine schöne Stadt, da sind wir uns sicherlich alle einig. Doch in welchem Stadtteil man sich am besten aufgehoben fühlt, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Wichtig ist jedoch, ein Blick in andere Stadtteile lohnt sich, denn nicht jedes Klischee ist wahr. Das war's auch schon für diese Sendung hamburgweit. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt es gut und macht es besser.